in erster Instanz verurteilte mutmaßliche FBK-Korruptionist Uwe Scheuch geht jetzt gegen Internetposter gerichtlich vor. Eine Anwaltskanzlei hat da so Abmahnschreiben verfassen lassen, in denen steht dann drin, sie haben auf der Seite so und so unter dem Kommentar so und so folgenden Beitrag Kommentar verfasst. Dann wird der Kommentar zitiert und dann geht's weiter. Diese Behauptung ist grob ehrenbeleidigend und kreditschädigend und entspricht nicht den Tatsachen. Der User soll dann eine Unterlassungserklärung unterschreiben, also dass er das nie wieder posten wird, hat er wohl eh nicht vorgehabt, und gleich 840 Euro einschicken pro Abmahnung. Naja, und ich habe diesen User, der da betroffen ist, Anonymität zugesichert und kann deswegen hier diese Passagen, die auf seine Identität Rückschlüsse geben, nicht veröffentlichen. Ja, aber hier habe ich das Originaldokument und ich muss Sie bitten, mir in diesem Fall meiner Auskunft zu vertrauen. Jedenfalls in den meisten Passagen sind die inkriminierten Kommentare wirklich harmlos. Also jedenfalls harmloser als das meiste von dem, was da jede Woche, Woche für Woche über mich geschrieben wird in den Posting-Forums da unten. Und in anderen Passagen ist es schon ein bisschen rotzig, aber auch nicht rotziger als der Durchschnitt des üblichen hier im Netz, muss ich mir auch Woche für Woche anhören. Könnte ich mal ein richtig schönes Nebeneinkommen daraus machen, die Poster zu verklagen? Na, das wäre doch was. Mache ich natürlich nicht, keine Sorge. Ich sage mir eher, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Nur halt der Scheuch, der fühlt sich schon von den harmlosesten Kommentaren beleidigt. Na, der will jetzt die Internetposter mundtot und Kärnten zu Nordkorea machen, wird er jetzt schon aufgeregt gesagt, aber vielleicht tun wir ihm einfach Unrecht. Vielleicht ist er einfach nur so ein dünnhäutiges Sensibelchen. Der hält das einfach nicht aus, wenn irgendjemand etwas Böses über ihn sagt. Das tut ihm weh. Da drin tut ihm das weh. Und ich sage Ihnen, ich mache mir um den armen Uwe wirklich Sorgen, weil im Knast herrscht doch noch ein viel rauerer Umgangston als in den Posting-Foren. Wie soll der das da drin überstehen? Und wird er dann auch seinen Anwalt Abmahnungsschreiben verschicken lassen, so von der Art an den Raubmörder von Zelle 10, sie haben meinen Mandanten Arschkraller genannt. Diese Behauptung ist grob ehrenbeleidigend und entspricht nicht den Tatsachen. Der arme Uwe. Aber jetzt zu einem ganz anderen Thema. Sie haben diesen fundamentalistischen Wirtschaftsliberalismus, diese mehr privat, weniger Staat, diese Steuern runter, der Markt wird's richten, Agitation ja immer für eine Wirtschaftstheorie gehalten. Oder zumindest einfach für eine Ideologie, also jedenfalls für etwas, was im Wesentlichen, im Kern mit Wirtschaft zu tun hat. Aber das ist vielleicht gar nicht wahr. Der Neoliberalismus ist vielleicht einfach eine fernöstliche Heilslehre. Neoliberalismus ist keine Wirtschaftstheorie, sondern einfach eine Spielart der Esoterik. Oder der Astrologie, dass der Markt alles richten wird, ist in etwa eine Überzeugung von der Art, dass die Stellung von Merkur zu Jupiter unter Berücksichtigung des Aszendenten Pluto, oder man kann fast sagen, Astrologie ist intellektuell noch anspruchsvoller, weil sie zumindest den Anschein erwecken muss eines gewissen abstrakten Denkens. Ja, und der Wortführer neoliberaler Esoterik bei uns ist ja, wie Ihnen möglicherweise noch gar nicht richtig aufgefallen ist, der Unternehmer Frank Stronach. Der schreibt ja jede Woche, Woche für Woche eine Kolumne von aufreizender intellektueller Schlichtheit in der Kronenzeitung, garniert mit viel Voodoo-Geschwurbel. Nächste Woche hält er sogar einen Vortrag auf der Wirtschaftsuniversität mit dem Titel Eine geistige Revolution für Österreich. Ja, dafür haben es Zeit und Geld auf unseren Universitäten. Eine geistige Revolution für Österreich. Bam, badadam, badam, bam, ba. Guru Frank zeigt Ihnen den Weg zu Glück und innerer Ausgeglichenheit. Frankie goes to India. Was der uns da alles an Weisheiten präsentiert in der Kronenzeitung, das erschließt uns neue Kontinente des Denkens und des Fühlens. Das fällt uns wie Schuppen von den Augen. Der Staat kann uns nichts geben, was er nicht vorher von uns genommen hat. Echt wahr? Ja, wenn dieser böse Staat uns unser Geld nicht wegnehmen würde, was würden wir alle unsere eigenen Schulen bauen? Jeder könnte sich seine private Autobahn bauen und die Eisenbahn und die Flughäfen, wie er will, was er will. Was brauchen wir einen Moloch-Staat, der Geld kassiert, um dann Krankenhäuser zu bauen, wodurch jeder Bürger viel besser sich sein eigenes Krankenhaus bauen kann, weil der Markt, der macht ja alles besser. Na, vielleicht sollte mal jemand dem Herrn Stronach mitteilen, dass schon der Übervater, auf den sich alle Wirtschaftsliberalen berufen, der alte Adam Smith, gewusst hat, dass der Staat durchaus Dinge tun kann, die für den Einzelnen nützlich sind, aber nur mit
kollektiven Anstrengungen zu schaffen sind. Der hat formuliert nämlich, dass es durchaus Leistungen gibt, die zwar der Gesellschaft als Ganzem höchst nützlich, doch der Art sind, dass sie für einen Einzelnen oder für eine geringe Zahl von Einzelnen nicht rentieren. Aber weiter in Frankies gesammelten Weisheiten. Die Regierung in Österreich wird zu sehr von den Gewerkschaften und den Banken beeinflusst. Dadurch wird sehr schlecht gewirtschaftet. Na, das mit den Banken meinetwegen, aber die Gewerkschaften? Hä? Nur wegen des riesigen Einflusses von Gewerkschaften gibt es dieses Wachstum der Niedriglohnbranchen. Müssen Leute für kleines Geld arbeiten, müssen junge Leute unbezahlte Praktika machen. Deswegen gibt es auch so viele Scheinselbstständigungs-Beschäftigungsverhältnisse, die in Wirklichkeit nur Sozialabgabenverkürzungen durch Unternehmen sind. Na, das habe ich nicht gewusst. Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn die Gewerkschaften mehr Einfluss hätten, würde es das alles nicht geben. Aber wie jeder gute Geschichtenerzähler erzählt Guru Frank seine Geschichten immer wieder und wie jeder gute Märchenerzähler sagt er auch immer dazu, dass er das immer wieder sage. Gewissermaßen er zitiert sich selbst, so gibt er dem, was er sagt, größeres Gewicht, weil er ja immerhin das Zitat eines weisen Mannes bringt, wenn es auch nur das Zitat von ihm selber ist. Deshalb beginnen seine Sätze fast immer ähnlich. Ich sage immer, Politiker sollten Erfahrung in der Privatwirtschaft haben, dann würden sie anders denken. Ja, da hat er recht. Wenn Politiker mehr Erfahrung in der Privatwirtschaft hätten, würden die nie auf die Idee kommen, dass der Markt alles richten kann, dass mehr Privat besser als mehr Staat ist. Dann würden sie ja die Inkompetenz, die viele Unternehmen regiert, aus der Nähe kennen. Sie würden auch wissen, dass die wenigsten dieser Unternehmen ohne funktionierenden Staat überleben könnten. Oder sie würden zumindest besser begreifen, dass die Art, wie ich ein Unternehmen führe, die eine Sache ist und die Art, wie ich ein Gemeinwesen organisiere, eine andere Sache ist. Dann hätten sie wahrscheinlich nicht mehr so viel Respekt vor den großen Industriekapitänen, sondern würden denen einfach sagen, du weißt, wie man betriebswirtschaftlich ein einzelnes Unternehmen führt, aber von Makroökonomie hast du keine Ahnung, wie man ein Gemeinwesen und eine ganze Volkswirtschaft vorwärts bringt, davon hast du leider keine Ahnung. Ich misch mich nicht in deine Angelegenheiten ein, also misch du dich bitte auch nicht in meine Angelegenheiten ein. Aber es ist halt eine Krankheit erfolgreicher Unternehmer und beim Herrn Stronach ist dieses Krankheitsbild nur in einem äußerst fortgeschrittenen Stadium, die ganze Welt aus der Froschperspektive eines kleinen Kaufmanns zu betrachten. Sie glauben, alles funktioniert wie eine Firma und sie glauben, nur weil sie wissen, wie man so einen kleinen Krämerladen führt, wissen Sie, wie man alles führt. Der Staat, eine Firma. Da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen Staaten und Firmen. Staaten können ihre Mitarbeiter, die nennen sich in so einem Fall dann nämlich Bürger, beispielsweise nicht kündigen, wenn das Geschäft schlecht läuft. Und das ist nur der offensichtlichste Unterschied. Und da gäbe es noch tausende andere Unterschiede, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Oder noch so ein Stronach-Satz. Ich habe schon oft gesagt, jede Hausfrau weiß, dass wenn sie mehr ausgibt, als die Familie einnimmt, kommt die Familie über kurz oder lang ins Armenhaus. Dieses Argument unter Anführungszeichen habe ich ja besonders lieb. Das soll ja heißen, wenn der Staat spart wie die Hausfrau und nicht nur keine Schulden macht, sondern sogar Überschüsse vielleicht, werden wir alle reicher. Das ist ja übrigens auch ein interessantes Argument aus dem Mund eines Unternehmers. Weil was machen Unternehmer? Oder besser, was haben sie gemacht in den prosperierendsten Phasen der Marktwirtschaft? Sie nehmen Kredite auf und investieren. Das heißt, sie machen Schulden. Sie finanzieren Investitionen auf Kredit wegen Aussicht auf zukünftige Erträge. Ob diese künftigen Erträge groß genug sein werden, dass sie nach Kreditrückzahlung und Zinsendienst und allen anderen Kosten auch ausreichend Profit abwerfen, das wissen sie natürlich im Einzelfall nie so genau. Sie können es nur hoffen. Aber für alle zusammen oder besser für die allermeisten ging diese Wette über die meisten Phasen der vergangenen 300 Jahre auf. Das ist ja das Geheimnis der Marktwirtschaft und des rasanten Wachstums, das der Kapitalismus gebracht hat, dass sich Unternehmer eben nicht wie Hausfrauen verhalten haben. Und noch was, weil das eben so ein schönes Exempel ist für den Unterschied zwischen der Mikroperspektive, also der Froschperspektive, der Stronachs und der Makroperspektive. Kann sich eine Hausfrau reich sparen? Ja, kann sie. Aber können sich alle Hausfrauen zusammen und dazu noch die Unternehmen und dazu auch noch der Staat reich sparen? Nein, das können sie nicht, weil erspartes Geld ist Geld, das nicht ausgegeben wird. Geld, um das nichts eingekauft wird. Wenn ich nichts einkaufe, dann entziehe ich natürlich irgendjemand anderen Einkommen. Etwa dem Bäcker ums Eck, der kann dann seinerseits weniger einkaufen, kauft dann nichts ein bei der Firma, bei der vielleicht der Mann von der Hausfrau arbeitet. Der wird dann arbeitslos und bringt kein Geld mehr heim und die Hausfrau
kann nichts mehr sparen. Da hat sie sich dann arm gespart. So ein Pech. Nun, dass eine einzelne sparsame Hausfrau solch negative, nicht intendierte Folgen ihres Sparwillens produziert, ist natürlich höchst unwahrscheinlich. Aber wenn sich alle zusammen wie sie verhalten, dann ist das in einer Kreislaufökonomie wie der unseren völlig unumgänglich. Dann hat das notwendigerweise diese negativen, unintendierten Folgen. Oder simpel gesagt, wenn alle sparen, werden wir alle zusammen ärmer. Und deswegen langsam zum Mitschreiben ist diese Hausfrauenmetapher ein ganz schlechtes Beispiel oder eine ganz schlechte Richtschnur. Weil, nochmal ganz langsam zum Mitschreiben, eine komplexe Ökonomie ist was anderes als ein Dreikopfhaushalt mit Vater, Mutter, Kind. Sie sehen also, wir haben noch eine sehr große Aufgabe vor uns, unseren Unternehmen zu erklären, wie Marktwirtschaft funktioniert oder altmodisch gesagt, die Kapitalisten zu unterweisen, was der Kapitalismus eigentlich ist. Da muss man nämlich schon ein bisschen nachdenken und ein bisschen seine Gehirnzellen anstrengen. Simplen Antworten, ganz ohne Anstrengung. Dam, da, da, dam, 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 da.